Wir sind ein mittelständisches Metallbauunternehmen, beschäftigen derzeit 65 Mitarbeiter. Und wir sind so ein klassischer Familienbetrieb. Wir versuchen auch das zu leben. Trotzdem versuchen wir so modern zu sein, modern in Anführungszeichen, wie es geht, um uns auch wettbewerbsfähig am Markt präsentieren zu können. Wir machen vom einzelnen Haustüre, Fenster bis zu einer Größenordnung von ca. 4 Millionen Euro, versuchen wir abzudecken. Wir sind sozusagen ein Gemischtwarenladen. Wir bauen alles von der Brandschutztüre über das Fenster, Türe, Fassade, also der klassische Metallbau. Ja, im Metallbau bewegen wir uns zunehmend auch im Objektgeschäft, das heißt öffentliche Auftraggeber, gewerbliche Auftraggeber, Bürobauten, Schulen, Krankenhäuser und sind derzeit gut ausgelastet. Die Digitalisierung stellt natürlich für ein Unternehmen wie uns eine große Herausforderung dar. Wir haben einen riesigen Artikelstamm zu verwalten. Unser Hauptlieferant hat ca. ich glaube 23.000 Artikel im Programm. Da wir aber nicht nur mit einem Lieferanten arbeiten, sondern auch ab und zu mit anderen Lieferanten, erweitert sich natürlich der Artikelstamm noch um einiges oder vervielfältigt sich. Das heißt, man kommt schnell an die Grenzen mit, ohne Digitalisierung diese Artikel zu verwalten. Wir investieren in Maschinen. Wir bleiben immer auf dem aktuellen Stand mit Software. Wir versuchen viele Dinge, auch wenn wir manchmal auf schlechte Erfahrungen damit machen oder vielleicht die Ersten sind, die Erfahrungen machen. Aber trotzdem bringt uns das immer einen Vorsprung. Wir haben also die letzten Jahre versucht, unser Büro papierlos zu gestalten. Das ist uns auch überwiegend gelungen. Wir sind also zu 80% im Büro, drucken wir kein Papier mehr aus, außer die Angebote, die rausgehen, wo die Kunden teilweise noch haben wollen. Bei uns beginnt der Projektablauf, ich sage jetzt bewusst Projekt, egal ob klein oder groß, natürlich mit der Kalkulation. Wir kalkulieren über ERPlus. ERPlus bietet ja eine Schnittstelle zu Logical. Die reine Elementkalkulation findet dann in Logical statt. Wir kalkulieren also mit diesen zwei Programmen. Dann wird ein entsprechendes Angebot erstellt. Die technische Auftragsabwicklung, Planung unserer Elemente erfolgt mit AutoCAD, hier mit dem Aufsatz Athena. Hier besteht eine Schnittstelle zu Logical, wo man die Elemente übergeben kann und wir diese in unsere Zeichnungen, die Schnitte generieren können und unsere Bauanschlüsse erstellen können. An diesem Objekt hat es verschiedene Herausforderungen gegeben. Der Eigenanteil unserer Fertigung war ca. 60% bei diesem Objekt. Der Rest war Zukaufteile wie Kalkfassade, wie Markisen, wie Lamellenverkleidungen etc. Auftragsgröße war, wie schon erwähnt, ca. 3,5 Millionen Euro brutto. Das Zusammenspiel hat uns bei diesem Objekt schon geholfen, dass wir das so abwickeln können. So ein Objekt ohne Software, ohne funktionierende Zusammenhänge der Programme würde es unmöglich machen, mit unseren Personalkapazitäten dieses Objekt abzuwickeln. Die Zeichnungen kommen dann zur Freigabe zum Architekten. Wir überarbeiten unsere entsprechenden Werkstattzeichnungen und diese werden auch bei uns digital abgespeichert nach Freigabe. Sowohl die Freigabezeichnung vom Architekten als auch unsere erstellten Pläne als PDF in bestimmten Ordnern. Hier komme ich wieder auf die Ordnerstruktur, damit diese Pläne irgendwann in die Werkstatt zu unseren Terminals geschickt werden können als Beilage zu unserer digitalen Fertigung. Auf diesen Terminals in unserer Werkstatt läuft Logical MES. Wir haben von diesen Terminals insgesamt mittlerweile 8 Stück installiert und werden noch 2 Stück nachrüsten. Großer Schritt ist natürlich, dass wir papierlos fertigen, sage ich mal in dem Sinne. Digital ist man immer schneller, ist viel praktischer. Die Mitarbeiter haben keine Zettel mehr, die sie ewig suchen, die wir immer den Aufträgen mitgeben müssen. Das heißt, wir schicken das alles
über das Programm MES, also Logical in dem Fall, raus auf die einzelnen Terminals. Und hier hat der Mitarbeiter alle Informationen, die er benötigt, um die einzelnen Elemente oder Aufträge abwickeln zu können. Und das ist natürlich ein riesengroßer Schritt. Damit sparen wir uns Wege, viel Zeit, sage ich mal. Und die Informationen sind alle kompakt, einfach in einem System. Also für meine Tätigkeit ist das sehr übersichtlich geworden, sage ich mal. Ich habe in meinem Büro natürlich auch ein MES-Programm mit dem sogenannten Werkstattleiterportal oder einem Wallboard nennt sich das. Hier drauf sind die verschiedenen Arbeitsplätze und da sehe ich, wie weit jeder Auftrag vom Arbeitsschritt her ist. Das heißt, ich muss abends nicht mehr durchgehen, um zu schauen, um meine Mitarbeiter abzufragen, wie der aktuelle Stand ist, sondern ich schaue einfach drinnen prozentual von der Abwicklung des Auftrags her. Und das ist natürlich auch sehr praktisch und spart natürlich auch wieder sehr viel Zeit, sage ich mal. Also durch die Qualität macht sich bisher auch schon bemerkbar, aber das ist doch ein Schritt, den wir jetzt vor uns haben mit MES. Und zwar geht es da hauptsächlich um Brandschutz CE und die WPKs in dem Fall. Mit dem fangen wir an. Da sind wir jetzt dabei, dass wir diese WPKs einführen. Einmal eine allgemeine und einmal für die Außenanwendungen, die ja mittlerweile benötigt wird von Brandschutz. Die Qualität in deren Sicht macht sich dann mit Sicherheit bemerkbar, weil die Mitarbeiter viele Kontrollmaße bekommen oder Abfragen bekommen von diesem Programm, die sie selbst kontrollieren müssen. Und die somit nicht mehr außen vor bleiben, sondern es wird dann irgendwann zur Routine, ist unser Plan. Und somit soll der Qualitätsstandard hier natürlich enorm gehoben werden. Vom System her, vom Aufbauen ist es eigentlich sehr selbsterklärend, sage ich mal. Es ist alles sehr genau beschrieben, was natürlich sehr gut ist, sehr mitarbeiterfreundlich ist. Und somit haben die Mitarbeiter auch keine Probleme, hier irgendwie Verständnisprobleme. So, wir sind jetzt vor dem Projekt angelangt, das wir vorher planerisch besprochen haben. Hier steht es nun, vollendet, 2 Jahre in Betrieb, dauerhaft geprüft. Und ich denke, wenn man einmal um das Gebäude herumgeht, wird man die Dimension erkennen und auch die Schwierigkeiten, die darin stecken, weil doch sehr viele Ecken, Versprünge etc., Schnittstellen, verschiedene Gebäudeschnittstellen vorhanden sind, die man auf den ersten Blick so nicht sieht. Wenn man nur den Plan sieht, denkt man sich, es ist ein einfaches Gebäude. Aber wenn man das Gesamtkunstwerk so betrachtet, denke ich, es ist ein anspruchsvolles Objekt geworden. Wir haben in unserem Auftrag eigentlich die komplette Gebäudehülle. Alles, was Sie sehen, bis auf die Flachdachabdichtung, diese war nicht in unserem Leistungsumfang, aber wir haben von den Attikas über die Fassadenverkleidung, über die komplette Verglasungen, die im Außenbereich sichtbar sind, einschließlich der Vordachuntersicht, alle Arbeiten ausgeführt am Objekt. Sonnenschutzarbeiten, die Markisenanlage im Freibereich und wurde alles von uns geliefert. Natürlich auch kalkuliert, geliefert und abgerechnet. Weil eins ist schon in unserer Branche gut, es ist kein Ding gleich wie das andere und es stellt jedes eine neue Herausforderung dar.